Schirm aufmacht, ist ein Lutscher. Milch, Mehl und Butter. Jetzt kann ich endlich für meine Mädels leckere Superheldenplätzchen backen. So was, Mahlzeit, Super-M. Kannst du mich bei Burger World rauslassen? Zieh Leine, Bazille. Alter, setzt du zum Überholen an? Ach, mach den Kopf zu. Wochen ganz ohne Asphalt. Das war echt entschieden zu lang. Cool, da ist wohl eine Kostümparty. Hey, wo ist denn die Party? Guck dir die Trottel an. Was? Hast du uns gemeint, Tomatenpaul? Hast du das gesehen? Die hätten sich fast den Schlüpfer befeuchtet. Hey, Glatzen, ihr solltet es vielleicht mal mit einer Haartherapie versuchen. Mein Gott, sind die peinlich. Wenn das mal nicht die X-Ducks sind. Wow, also, tja, wie soll ich sagen? Hallo, Ariel. Euer Haarschnitt ist ja wirklich unglaublich bescheuert. Was soll denn das überhaupt mit diesen Haaren? Perücken liegen im Moment megamäßig vorn. Jungs, habt ihr denn gar nichts mitgekriegt? Hey, Jungs! Los, kommt runter und lasst uns eine Runde skateboarden! Wer wie boarden? Den zeigen wir, wer hier den Plan von der Sache hat. Okay, tut mir ja wirklich leid, aber mit euch gestalten kann ich mich einfach nicht sehen lassen. Ciao! Mode ist doch nur was für Lappen. Und für Puschen. Okay, die Luft ist raus. Cool. Palim, Palim, gute Frau, also, wie soll ich sagen? Wir hätten gern Perücken. Ja, aber hey, damit das klar ist, die sind nicht für uns. Ja, zwei riesig große Flauschis. Zieht ja die an, cooler Enter. JT Trash! Mann, du siehst echt aus wie ein Atompilz. Ihr sucht also nach einer neuen Styling, ha? Ein Perückli, damit ihr nicht mehr ausseht wie von Intermont, oder? Das ist bloß blöd, dass wir ausverkauft sind. Keine Perückli mehr da, ihr Loser-Enter. Außer für Mini-Freunde. Wie viel kosten die? Moment, die sind nicht billig. Normalerweise kosten die $10,000. Aber Freunde, könnt mir das Geschäft machen. Ihr kriegt sie ganz für umsonst. Ihr müsstet mir nur es Füßli küssen, dann höret die Perückli euch. Vergiss es. Du kannst dir deine billigen Haarlappen sonst wohin drapieren. Die sind sowieso nicht unser Stil. Ja, genau. Da hat er recht. Für wen hält sich eigentlich dieser Käsefresser? Hier müffelt's doch üppig nach Perücke. Es wird Zeit, dass wir diesen Losern mal zeigen, dass wir keine Loser sind. Dem pflichte ich bei. Wer sagt's denn? Haare ohne Ende. Wir sind von der Körperpflegeaufsichtsbehörde. Alle Haare auf ihrem Rücken sind sehr ungesund. Ein Fall für die sizilianische Kettensägerrasur. Dann geht sie viel besser. Unter dem Bewuchs müssen sie sich ja zu Tode ölen. Sie können auch wirklich alles tragen. So ein stulliger Affenkopf. Meine Haare! Hey, sehen Sie mal, da hängt was riesiges Gelbes zum Pelz. Na, Cheetah, jetzt hat sich was mit dem Dicken machen, hä? Hey.
Lecker Mittag! Hey, Miezemusch, mit dem Essen spielt man nicht! Ich will jetzt endlich Haare haben. Sieh mal zwei Rudis. Well. Nenn mich Tante Käthe. Extrem Flow Attacking. Oh, ist das eklig. Zwei Dosen und zwar pronto fixe. Das sind dann $3,000. Ja, Bono, gleich sehen wir sowas von cool aus. Wollt ihr euch eigentlich endgültig ins Ausschießen? Perücken sind mega out. Aber seit wann ist das denn so? Sorry, darauf kann ich euch leider keine Antwort geben. Ja, aber wieso? Glaubt ihr vielleicht, ich rede mit Lou?